So, Leute, Bastelzeit. Heute schauen wir mal wieder in ein Gerät rein, was man normalerweise nicht so daheim rumfliegen hat. Das ist dieser Kasten hier, Pilz P2HZ-5. Und an der Stelle direkt nochmal ein Danke. Das wurde mir von einem Zuschauer hier zur Verfügung gestellt, dass wir das hier zerlegen können. So, dann schauen wir uns das Ding mal an. Das Ding hier ist ein Zweihand-Bediengerät. Technisch also wahrscheinlich nicht ganz so aufwendig, aber das Ding ist halt zertifiziert und getestet und redundant und was auch immer. Wenn wir vorne drauf gucken, sehen wir schon ein paar Infos. Insbesondere auffällig natürlich die LEDs. Die gehören zu den Tastern 1 und 2 und das hat mit der Funktionsweise zu tun. Das Ding hier, das ist gedacht für Pressen und bei Pressen wollt ihr eventuell eure Finger nicht in der Presse haben, wenn sie läuft. Deswegen hat man zwei Taster, wo beide Hände hin müssen. Meistens ein bisschen weiter auseinander, sodass man nicht irgendwie mit einer Hand beide drücken kann. Gibt es natürlich 1000 Normen und so weiter. Ihr kennt den Spaß ja. Und nur wenn beide Taster gedrückt sind, dann schaltet hier der Ausgang ein. Das müssten die beiden hier sein. Wir haben entsprechend zwei Schließer hier, zwei Öffner. Da können wir unser Gerät reinmachen. Außerdem gibt es hier hinten noch einen Rückführkreis. Da habe ich noch nicht ganz rausbekommen, wann der angeht. Ich dachte eigentlich, wenn beides losgelassen wird, aber anscheinend gibt es da noch ein bisschen mehr Logik dahinter. Aber wenn wir umgucken, da ist halt auch einfach ein Draht drüber. Das heißt, der wurde oder wird eh nicht benutzt. Ja, damit sind, denke ich, auch alle Sachen erklärt, die hier dran sind. Wir wissen jetzt bei jedem von den Anschlüssen halbwegs, was er tut. Was wir auch sehen, ist der Hersteller. Das ist die Firma Pilz. Die kennt man eventuell. Kann zwei Gründe geben, weswegen man sie kennt. Die Techniker kennen sie wahrscheinlich, weil Pilz ein relativ großer Hersteller hier in Deutschland ist von solchen Industriesteuerungen. Und die Leute aus dem IT-Sektor kennen sie eventuell, weil Pilz da so ein kleines Problemchen hatte. Die waren wohl da über Wochen offline, nachdem sie sich etwas eingefangen haben. Ist eher suboptimal, wenn man bedenkt, dass die Firma halt auch Anlagen baut und da bei denen so komplette Dokus liegen. Na gut, was haben wir sonst noch? Wir haben hier diese Schraubdinger, die eigentlich auch noch mit Plastik abgedeckt sind. Einer ist mir eben wohl abgefallen. Dann an der Seite haben wir nochmal eine Info. Das Gerät ist zum Einbau in Steuerungen für Pressen oder Metallbearbeitung zugelassen. Also nochmal eine grobe Info, was das Ding tut. Hier oben sehen wir die übliche DIN-Schiene. Man kann das Ding also auf so eine normale, ja, wie im Sicherungskasten die DIN-Schiene drauf machen. Natürlich dann da eher im Schaltschrank. Mal Achtung, bitte lesen Sie die ganze Betriebsanleitung. An der Seite haben wir das Ganze von TÜV geprüft und wir haben nochmal ein Garantiesiegel von Pilz. Und last but not least, hier oben die Typennummern. Die P2HZ-5 ist das. Ausführung 230 Volt AC, 2A2R und interessanterweise die Kontakte 1,5 Ampere nur. Mehr anscheinend nicht. Außerdem Baujahr 96, ist also schon was älter. Und ja, das erklärt eventuell, warum das jetzt hier bei mir auf dem Tisch liegt. Und für die, die sich für Preise interessieren, neu kostet dieses Gerät hier zwischen 500 und 700 Euro. Oder wenn man auf eBay geht, etwa 15 Euro. Allerdings dann wahrscheinlich ohne die nötigen Zulassungen, die man doch bei Maschinensteuerungen, spätestens da, wo die Hände der Mitarbeiter dazwischen sein könnten, da möchte man eventuell dann sowas haben. Gut, was wir schon gesehen haben, der ist hier geklippt. Also würde ich mal sagen, gucken wir mal rein, was sich da drin versteckt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, ein Schaltnetzteil und eventuell sogar ein Mikrocontroller. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil dieses ganze Schalten kann man eigentlich auch mit Drähten machen. Und naja, ein einzelner Draht ist eventuell etwas zuverlässiger, als wenn man da noch Software dazwischen hat. Also, schauen wir mal. Das sieht hier schon so aus, als ob hier schon mal jemand dran war. Interessant. Und ich krieg's auch nicht wirklich gedrückt. Brauche ich jetzt doch noch anderes Werkzeug. Und was auch immer sie da gemacht haben, jetzt zerstört man eher das Plastik, als dass das sinnvoll rauskommt. Ui. Hat er sich gewehrt. Nun gut, da sind wir im Inneren. Und what the hey ist das denn bitte? Okay, also wir sehen schon mal, das ist eine Vierbord-Konstruktion. Wir haben ein Board hier oben, zwei an der Seite und eins hier unten quer. Fast alles hier drin ist Relais, wie es aussieht. Und eventuell ist hier oben drin noch ein Board, das will ich nicht ausschließen. Da ist auf jeden Fall noch was drin, da sehe ich
Widerstände und so weiter durch diesen Slot hier. Was auch auffällig ist, die Unterseite des Board ist nur einseitig und hat nur Traces, da ist nichts drauf. Die beiden sehen soweit identisch aus. Wir haben das kleine Relais, wir haben das große Relais. Und dann hier irgendwie ein paar Elkos, andere Kondensatoren, ein Trimpot. Da unten drin sehe ich noch einen IC. Das dürfte wahrscheinlich ein Optokoppler sein. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass wir hier oben nicht sehen. Denn das ist eigentlich das, was für uns interessant wäre. Muss man das jetzt wirklich auslöten? Das wäre natürlich unschön. Können wir nochmal gucken. Pilz 3433L. Pilz 3434L. Also es sind offenbar doch unterschiedliche. Ja klar, muss ja spiegelverkehrt, oder? Ja, die sind spiegelverkehrt. Okay. Na gut. Wie kriegen wir das denn jetzt auseinander hier? Ja. Erstmal der Schutz hier weg. Wir brauchen keinen Schutz, wir sind Profis. Und das hat auch ein bisschen mehr Überzeugungskraft benötigt, als ich gedacht hätte, aber ich bin jetzt drin und man sieht den schönen Aufbau hier. Gucken wir erstmal hier aufs Board, da haben wir zwei große Trafos, die LEDs und sonst nicht viel mehr. Gucken wir uns gleich mal genauer an. Dann haben wir hier das Teil, das sind die einzelnen Schraubklemmen, die hier durchverbunden sind. Ich glaube, das ist je zwei Pins. Ja, ich glaube, je zwei Pins pro Stelle, wo eine Schraube sitzt. Das kann man, denke ich, sogar nochmal recyceln. Einfach ein Board-Design, was da drunter passt. Dann hat man ein schönes DIN-Gehäuse und Clip-Dingen. Und der Mittelteil, der ist nochmal so reingeklippt. Ich gehe mal davon aus, die benutzen das hier für verschiedene Modelle. Das heißt also, wenn ein anderes Modell gefertigt werden soll, nehmen die dasselbe Gehäuse und bauen im Zweifelsfall einen anderen Mittelteil, der dann andere LEDs hat oder ein Display drin hat. Tasten, was auch immer. Gut, ja, Gehäuse ist, denke ich, nicht viel zu sagen. Und die hier gehen wir mal rüber zum Rechner. Dann schauen wir einmal kurz über die Hardware und die Boards, die drin sind. Fangen wir mal oben an. Das ist die Oberseite, wo wir auch die LEDs haben, die wir sehen. Wir haben zwei große Trafos da drauf. Wenn wir mal von der Seite gucken, das ist von der Firma Hahn. Sehr ungewöhnliche Spannung. 20,5 Volt, 90 Milliampere. Typennummer finde ich auch nicht, dürfte also wahrscheinlich eher eine Sonderanfertigung gewesen sein hierfür. Oder dass es irgendein Modell ist, was heute nicht mehr drin ist. Wir haben die üblichen Prüfsiegel-Gedönse, wenn man es braucht. Was wir dann auch sehen können, wenn wir hier mal ein bisschen übereinander legen, dann sehen wir hier, der kommt irgendwie der Strom rein. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wir haben hier dieses eine Pad, das versorgt beide Trafos hier unten. Das sind die beiden Pins. Was die anderen angeht, ich schätze, dass die auch zusammenhängen. Wir haben ja hier den, der geht hier weg über ein Via und dann ist das unter dem anderen. Wird wahrscheinlich auch irgendwo hier hingehen. Und ja, so werden die beide an derselben Stromversorgung hängen. Sekundärseitig, der Pin ist jeweils nicht angeklemmt. Dann haben wir hier den, der geht auf den hier. Das ist ein stinknormaler Brückengleichrichter. Der macht da entsprechend eine Gleichspannung draus und die geht dann weiter. Hier bei dem, wie wir sehen, da haben wir nichts in die Richtung. Wieso das, können wir uns gleich noch angucken. Die beiden Ausgänge, die gehen direkt hier auf ein paar Pads. Und man sieht auch schon, die Pads sind ziemlich zerrissen. Die Boards haben die Hitze nicht so wirklich gut abgenommen. Ansonsten ja, ein paar Widerstände als Vorwiderstand für die LEDs auf der Seite und eine Diode auf der Seite. Ja. Die Unterseite hatten wir auch schon gesehen, da ist nicht wirklich was. Das ist einfach nur ein paar Traces, die drüber gehen. Das ist auch eine einseitige Platine. Das ist also eine reine Verbindung zwischen den Seitenteilen. Und die Seitenteile, die sind ein bisschen anders aufgebaut. Da haben wir einmal die zwei großen Relais, die gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Bei den Relais ist auch jeweils hier noch eine Freilaufdiode. Hier ist die andere, die sieht man jetzt gerade nicht. Das braucht man, wenn man mit Transistoren versucht, da etwas ein- und auszuschalten. Sonst kann der Transistor kaputt gehen. Dann haben wir, was man hier glaube ich auch nicht wirklich sieht, hier glaube ich sitzt noch ein Transistor. Der steuert das große Relais hier. Und dann haben wir Widerstände. Wir haben Elkos, zwei Stück. Wir haben das Ding hier, ist glaube ich ein Tantal, wenn ich richtig gesehen habe. Und noch ein Kerko vermutlich.
zusammen mit einem Poti, wo wir etwas einstellen können. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendeine Art RC-Glied ist oder sowas, wo wir also hingehen und über einen Kondensator und einen Widerstand den Kondensator erst langsam aufladen und erst wenn er eine gewisse Ladung erreicht, dann springt das quasi um und schaltet dann entsprechend den Transistor durch. Sowas wird das wahrscheinlich sein. Wenn wir uns von der Unterseite das Ganze angucken, da sehen wir auch, wenn wir hier mal so ein bisschen drüber legen, da kann man schon erkennen, hier an der Stelle sitzt der Transistor. Wir haben hier die Diode drüber und ich gehe mal davon aus, dass hier ist die Basis vom Transistor. Und wenn wir so gucken, die hängt über die Diode hier hinten irgendwie an einem Widerstand und an dem blauen Kondensator. Also das kommt relativ gut hin mit der Idee, vor allen Dingen, weil wir dann auch hier auf dem noch das Poti dazwischen. Das sieht alles wirklich so aus, als ob da irgendwas gemacht wird, um ein Timing hinzubekommen. Die Unterseite ist dabei unterschiedlich. Wir haben ja schon gesehen, die beiden Seitenteile sind nicht gleich. Wir haben zwar ein paar gleiche Sachen, die auf den ersten Blick mal so passen. Wir haben natürlich hier das große Poti, der große Relais. Wir haben hier das kleine Relais. Das ist natürlich bei beiden gleich. Aber wenn wir uns das andere mal angucken, dann haben wir erstmal hier oben unser... Da ist unser großes Relais, was wir hier schon sehen können. Und dann können wir hier unser kleines Relais sehen. Aber dieses ganze Geraffel außenrum, da ist deutlich mehr als auf der anderen Platine. Und wenn wir natürlich die andere Seite uns mal angucken, da sehen wir das dann auch relativ flott. Prinzipiell, wir haben ähnliche Komponenten. Wir haben die Kondensatoren. Ich hatte noch ein schöneres Bild. Hier sieht man es besser. Die Kondensatoren, die beiden Elkos. Das hier, dieser, der vermutlich Kerko, die Widerstände, die Diode. Das sieht erstmal alles soweit identisch aus. Auch die beiden Dioden über die Relais. Das hier. Aber was wir hier diesmal noch dabei haben, ist das hier. Wir haben hier unseren Gleichrichter. Das heißt also, an der Stelle läuft die Gleichrichtung dann auf dem Board ab. Das ist quasi dasselbe, was für die andere Seitenplatine auf der Oberseite erledigt wurde. Das läuft hier dann entsprechend eher lokal ab. Was wir nicht sehen können, das sind Widerstände. Aber wenn wir mal gucken, wo die Vorwiderstände für die LEDs hingehen. Naja, der hier geht zum Beispiel hier hin, geht da nach unten, geht hier rüber, geht hier runter, geht hier rüber und kommt hier hinten raus. Das heißt, der versorgt schon so da hinten eine LED. Und ja, ich gehe entsprechend davon aus, dass da einfach ein Widerstand pro Trafo gedacht ist und entsprechend der so dann da läuft. Gut, das Einzige, was wir jetzt noch übrig haben, das sind die Relais. Die habe ich mir zum Schluss aufbewahrt, weil das sind so ein paar ganz besondere Dinge. Wir haben erstmal den kleinen, da habe ich nur das Ding abgemacht. Hersteller ist Keiko, RB23002S701 oder 702. Habe ich nichts zu gefunden, wird wahrscheinlich auch wieder eine besondere Variante davon sein. Kann man auch von ausgehen, weil 28,2 Volt DC klingt jetzt nicht unbedingt so nach einem Standard, den man im Katalog findet. Das Ganze ist mit Schaltkontakt ausgestattet und zwar 8 Ampere bei 250 Volt. Dabei haben wir zwei Öffner und zwei Schließer, beziehungsweise wir haben zwei Kontaktsätze mit einem gemeinsamen Pol in der Mitte. Was hier bei denen aber wichtig ist, ist diese Zeile hier nämlich zwangsgeführt. Zwangsgeführt heißt, dass sichergestellt ist durch den Aufbau, dass immer nur ein Pol angeschaltet werden kann und dass zu keinem Zeitpunkt zwei Pole gleichzeitig eingeschaltet sein können. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich auch noch an. Das große Relais ist ähnlich aufgebaut, ebenfalls Keiko RD18330V701. Auch hier nicht viel zu finden, zwangsgeführt auch hier. Die Spulenspannung 24 Volt ist also ein bisschen geringer. Macht wahrscheinlich auch Sinn, das ist ja hinterm Relais und so. Die anderen werden wahrscheinlich direkt an der Stromversorgung hängen. Was mich hier ein bisschen gewundert hat, das Relais ist deutlich größer, die Kontakte sind auch deutlich größer, aber trotzdem haben wir hier nur 6 Ampere. Ist also eine geringere Strombelastbarkeit von den Kontakten. Wir erinnern uns, der kleine hatte 8 Ampere. Dafür haben wir mehr. Wir haben nämlich in dem Fall hier 3 Schließer und 3 Öffner, die komplett unabhängig voneinander laufen. Aber wie gesagt, obwohl die einzelnen Kontaktflächen hier oben größer sind,
Und hier kann man so ein bisschen sehen, das hier, das sind die Kontaktflächen von dem großen 6 Ampere. Und das hier, das sind dieselben Kontaktflächen von dem kleineren, der aber wohl 8 Ampere hinkriegt. Macht für mich nicht viel Sinn, aber wird sich bestimmt einer was bei gedacht haben. Und da Relais immer ganz toll sind, gehen wir da nochmal näher ran, schauen uns das ganz genau an. Und vor allen Dingen, wir schauen uns mal an, was dieses Zwangsgeführt denn jetzt heißt. So, ich habe jetzt hier mal das kleine Relais, da können wir gerade nochmal gucken, wie sowas aufgebaut ist. Wir haben auf der einen Seite die Spule, die Steuerspule. Da wird Strom draufgegeben und dieser Strom erzeugt ein Magnetfeld. Spule plus Strom ist ja ein Magnetfeld. Und wir sehen hier oben diesen Hebel, der ist aus Metall gefertigt. Und wir sehen hier das Ende der Spule und durch das Magnetfeld zieht der das hier unten ran. Ihr seht, das kippt hier über die Ecke und dann haben wir hier in dem Fall hier Kontakte. Wir haben einen gemeinsamen, der jetzt hier geschlossen ist. Das ist der NC-Kontakt, normally closed. Und wir haben hier hinten den NO-Kontakt, normally opened. Und wenn das Magnetfeld angelegt wird und der hier rüber kippt, dann sehen wir, der schaltet um auf den anderen Kontakt. In dem Fall hier gibt es noch einen zweiten Satz von diesen Kontakten auf der anderen Seite, aber ja, egal wie viele wir haben davon, so funktioniert das. Können wir uns auch gerade mal angucken. Ich gebe mal gerade Strom drauf und dann achtet mal auf das Kippding und die Kontakte. Und das sieht dann so aus. Und das ist entsprechend dann die Funktion von so einem Relais. Jetzt haben wir hier aber ein Sicherheitsrelais. Also noch ein bisschen mehr Magie. Ja, das Geheimnis von diesem Sicherheits- oder zwangsgeführten Relais, das ist hier unten dieses Plastik. Und zwar achtet mal drauf, wenn ich jetzt hier schiebe, dann seht ihr, hier ist ja ein Öffner. Der ist standardmäßig geschlossen. Hier sind zwei Schließer. Und jetzt achtet mal drauf, wenn ich jetzt langsam drücke, dann seht ihr, jetzt öffnet der Öffner. Und zum Zeitpunkt, wenn der Öffner öffnet, sind hier hinten die beiden noch nicht geschlossen. Und erst später wird dann geschlossen. Genauso andersrum, wenn wir loslassen, erst öffnen die hier und dann schließt der hier. Und was ebenfalls wichtig ist, nun, es kann ja dazu führen, auch wenn man zu hohe Ströme hat, dass so Kontakte verschweißen, habt ihr eventuell schon mal gehört, dass die wirklich miteinander verbunden sind, sich nicht mehr bewegen können. Und wenn dieser eine hier zum Beispiel verschweißt ist und ich versuche zu drücken, da tut sich nicht wirklich was. Einfach weil die alle verbunden sind und der hier das dann offen hält. Das heißt also, wenn der hier verschweißt ist und nicht öffnen kann, können die hier auch nicht schließen. Und so wird wirklich sichergestellt, dann über diesen Kamm hier unten aus Plastik, dass da nichts passiert. Das Ganze natürlich etwas schneller als ich das hier mache, wenn wir mal gerade Strom drauf geben. Okay. Also, technisch erstmal keine allzu große Aufgabe. Wir haben halt die Eingänge und schalten damit einen Ausgang. Das ist mehr oder weniger ein glorifiziertes Und. Aber wie wir auch sehen können, es ist speziell für sicherheitsrelevante Anwendungen gebaut. Die Stromversorgung ist separat. Die meisten Bauteile sind speziell abgesichert. Entweder selber die Bauteile wie die Relais, die entsprechend sicherstellen, dass da immer nur ein Ausgang aktiv ist. Oder indem man sie halt doppelt auslegt, getrennt vom anderen Kanal behandelt und so versucht, möglichst viele Fehler dann abzufangen. Das Ganze ist natürlich auch geregelt. Es gibt diese DIN EN574, da steht dann genau hier das drin, für zwei Handbedienungen. Das hier müsste ein Typ 1 oder 2 sein, denn der Typ 3, der schreibt vor, dass zusätzlich geprüft wird, dass beide Taster, also beide von den Eingängen, maximal 0,5 Sekunden voneinander getrennt bedient werden. Und so einen Vergleich sehe ich jetzt hier drin auf jeden Fall nicht. Wobei ich schätzen würde, dass hier das Modell auch ein bisschen älter ist als die Norm. Aber diese Regeln, die ändern sich eh ständig. Also sobald man was gekauft hat, ist es ja quasi schon veraltet. Für Bastler hat das Ding nur mäßigen Wert. Klar, wir haben ein paar schöne Relais drin, die kann man nochmal recyceln. Aber so als Einheit, naja, wir haben halt zwei Eingänge und eine Und-Funktion mehr oder weniger.
wenn es nicht sicherheitsrelevant ist, lässt sich das wahrscheinlich mit einem IC oder einem Mikrocontroller einfacher lösen und mit mehr Funktionen. Von daher wird man sowas hier mit Sicherheit nicht am Stück einbauen. Funktion hin oder her, die Qualität hat auf jeden Fall gestimmt. Wir sehen ja, das Ding hat ein paar Jahre auf dem Buckel und na, man sieht es ihm nicht wirklich an. Die Funktion ist anscheinend noch da, die Komponenten sehen auch gut aus und ich bin mir sicher, wenn man es entsprechend in der Maschine verbauen würde, würde er auch, zumindest nach dem damaligen Stand der Technik, das tun, was er soll.